Du darfst heute unseren Prototyp des Tauchereinstellungstests absolvieren. Und da wir das Ganze übertauchen, also auch im Winter, gehen wir natürlich auch ins Freibad, wo ungefähr die gleichen Wassertemperaturen sind. Das setzt sich dann bis dahin fort, dass man dann irgendwann gar nichts mehr spürt, dass es dann taub wird, dann ist es schon gefährlich. Das ist anstrengend. Also man muss schon dazu sagen, das hier ist eigentlich Hardcore, maximale Schwierigkeitsstufe. Das musst du echt lieben, wenn du das machst. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir dürfen heute wieder die technische Einsatzeinheit begleiten, und zwar diesmal die Tauchergruppe. Und lasst euch gesagt sein, das wird ein spannender Dreh über mehrere Tage. Wir haben uns einiges einfallen lassen. Und heute starten wir hier am Tauchturm. Und was die Kollegen da drin machen, das zeigen wir euch gleich. Kommt mit! Die Polizeitaucher gehören zur Direktion Besondere Dienste innerhalb der Polizei Brandenburg. Neben dem Tauchen haben sie also auch viele andere Aufgaben. Heute geht's aber erstmal zu Übungszwecken in die Tiefe. Hallo Niklas. Hallo Anne. Kann ich dich einmal unterbrechen bei deinen wichtigen Tätigkeiten? Und zwar, du bist Taucher bei der technischen Einsatzeinheit. Richtig. Du kannst mir bestimmt erklären, was hier heute passiert. Wir sind im Taucherturm. Was macht ihr hier? Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind heute im Tauchturm der DLRG in Berlin. Und wir als Taucher nutzen diese Einrichtung ganz gerne, um Tieftauchgänge zu machen. Weil, wie du hier schon siehst, wir stehen hier vor einer sogenannten Druckkammer. Das ist die Hauptkammer und darunter befinden sich 8 Meter Wassersäule. Okay. Und damit können wir simuliert bis auf 42 Meter in der Druckkammer uns bewegen und dann die restlichen 8 Meter runtertauchen, dass wir danach auf 50 Meter ankommen. Das heißt, hier könnt ihr einmal ausprobieren, wie es wäre, wenn man jetzt frei Wasser 50 Meter tief wäre. Ja, genau. Okay, und kann das irgendwie gefährlich werden? Ja, das kann durchaus gefährlich werden. Aber dafür haben wir ja unsere Sicherheitsbestimmungen und auch unsere Technik, auf die wir vertrauen können. Es ist wichtig, die vorher durchzuprüfen, ne, damit alles wunderbar funktioniert. Und wenn da keine Fehler vorliegen, dann ist dort die Gefahr weitestgehend ausgeschlossen. Okay, Niklas, ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es euch da drin ergeht. Ich werde da nicht mit reingehen, aber unsere Augen sind auf euch. Viel Spaß. Ja, auch wenn es sich nur um eine Übung handelt, ist höchste Konzentration gefragt. Denn bei den Druckverhältnissen, die in 50 Metern Tiefe herrschen, könnte jeder Fehler fatale Folgen haben. Ja, im Tauchturm besteht die größte Gefahr natürlich in der großen Tiefe, die wir unter Wasser sind, auch wenn es bloß eine Simulation ist. Weil gerade beim Auftauchen die Atemgase sich im Körper, in den Geweben, also Knochen, Muskulatur, Fette und sowas, die werden dort durch den Druck natürlich reingedrückt, einfach gesagt. Und wenn wir nach oben tauchen, auftauchen, gasen die wieder aus. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, als wenn man so eine Seltzerflasche aufmacht. Das sprudelt raus, wenn man die Flasche zu schnell öffnet. Das passiert auch im menschlichen Körper. Und da kann es zu ganz schwierigen Unfällen führen. Wir sind jetzt hier im Keller des Gebäudes und hier ist die sogenannte Aufenthaltskammer. Hier runter tauchen die Jungs, nachdem oben der Druckausgleich stattgefunden hat, und befinden sich dann hier drin gemeinsam 12 Minuten. Und hier drin wird dann eine Tiefe von 50 Meter simuliert, also es gibt ordentlich Druck. Und in der Zeit muss man sich ein bisschen ablenken. Das heißt, es gibt Knotenkunde, es gibt Tic-Tac-Toe, Schere, Stein, Papier. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt sogar ein Unterwasser-Jenga. Und nach den 12 Minuten geht es dann wieder hoch für die Kollegen. Und da wird dann ganz langsam über eine Dreiviertelstunde ein Druckausgleich gemacht. Eine Dekompression heißt das. Ja, und dann sind sie wieder oben und wir schauen uns gleich mal an, wie das für Niklas war. Ja, ich war froh auf jeden Fall, dass ich heil rausgekommen bin. Ich war vor kurzem noch leicht verschnupft. Das ist für Taucher mal so ein kleines Hindernis. Es kommt auch
Gott sei Dank nicht so häufig vor, dass Taucher verunglücken. So ein leichter Hintergedanke bleibt auch immer da. Aber solange man sich auf seine Fähigkeiten und auf seine Technik verlassen kann, spielt das keine Rolle. Hannik, dass ich sehe, die Haare sind noch ein bisschen feucht. Wie war es auf 50 Meter Tiefe? War ein guter Tauchgang. Alle sind gesund und munter wieder nach oben gekommen. Und ja, wir hatten wie gesagt keine Zwischenfälle, was auf der Tiefe tatsächlich passieren kann. Aber alle sind fit, die Technik hat funktioniert und deswegen ging alles gut. Sehr schön. Das waren also jetzt die Eindrücke aus dem Tauchturm. Für die Kollegen ist zum Glück alles verletzungsfrei abgelaufen. Aber um natürlich überhaupt erstmal zu den Tauchern und damit auch hier in den Tauchturm zu kommen, muss man eine Aufnahmeprüfung bestehen. Und da ich ja immer so einen kleinen Aktivpart habe in den Vlogs, werde ich die jetzt mitmachen, mitschwimmen, mittauchen, wie auch immer. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, frisch werden und ich bin mal gespannt, was die Jungs und Mädels da so leisten müssen. Ihr könnt gern mitkommen. Bis gleich. Dass der Körper beim Tauchen ganz schön was aushalten muss, konnte ich ja gerade schon sehen. Für meine eigene Tauchprüfung hätte ich mir aber bessere Bedingungen vorstellen können. 0 Grad Außentemperatur, 1 Grad Wassertemperatur und eine dicke Eisschicht. Aber egal, jetzt gibt's kein Zurück mehr. So Leute, wir sind im Freibad angekommen. Die Kollegen ziehen sich schon fleißig um, das werde ich gleich auch noch machen müssen. Ich kann euch sagen, hier ist übrigens mein Neopren drin, ich kann euch sagen, das sieht kalt aus. Ich kann euch sagen, das ist Eis. Ja, also ja, ich ziehe mir mal mein Neopren an, würde ich sagen. Während ich mich umziehen gehe, sind die Kollegen so nett und brechen schon mal das Eis auf dem Wasser. Dazu tragen sie einen Trockentauchanzug, der nichts von dem Eiswasser durchlässt. Für die Kollegen der Tauchprüfung und mich gibt es allerdings nur einen normalen Nasstauchanzug, mit dem man theoretisch auch im Sommer tauchen gehen könnte. Hi! Wir gehen jetzt ins Wasser. Ich höre euch nicht, ich kann kaum was sagen. Ich bin bestimmt voll warm. Dass mir heute noch mal warm wird, kann ich mir momentan nicht so wirklich vorstellen. Aber ein echter Polizeitaucher fürchtet eben weder Wind noch Wetter. Wir versuchen natürlich auch immer so zu trainieren, wie die Einsätze draußen sind. Und da wir das Ganze übertauchen, also auch im Winter, wenn teilweise draußen Minustemperaturen herrschen, gehen wir natürlich auch ins Freibad, wo ungefähr die gleichen Wassertemperaturen sind. Auch wenn das Wasserbecken vereist ist, dann wird das Eis gebrochen und dann tauchen wir auch unter Eisfläche. Natürlich auch mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, denn Gesundheit geht einfach vor. Bis es dann aber tatsächlich ins Wasser geht, dauert es noch eine Weile. Denn das Anlegen von Anzug, Ausrüstung und Gewichten nimmt doch einige Zeit in Anspruch. Und die Sauerstoffflasche kommt ja erst noch. So, ich habe mich jetzt hier reingepellt. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht hängt nicht mehr da, wo es davor hing. Deswegen, Uwe, erklär mir doch mal bitte, was wir heute überhaupt machen. Ja, Anna, wir haben uns was ganz Besonderes für dich ausgedacht. Du darfst heute unseren Prototyp des Tauchereinstellungstests mit den Kollegen absolvieren. Bedeutet im Endeffekt, ihr werdet 3x50 Meter zurücklegen. Im Anschluss dessen 40 Sekunden Luft anhalten. Dann Strecken tauchen, so weit wie du schaffst. Minimum Weite sind 25 Meter, wäre das halbe Becken. Und anschließend musst du noch 2x Gewichte bergen. Easy peasy. Ich würde da jetzt fragen, wo sind die versteckten Kameras? Aber da ist er ja. Los geht's. Wir verfügen ja über Trockentauchanzüge und über Halbtrockenanzüge. Bei den Halbtrockenanzügen läuft natürlich Wasser rein und der erste Moment ist dann immer ein kleiner Schock, aber es geht dann nach kurzer Zeit. Man steigt hier so rein und dann läuft von überall das Wasser rein und das merkt man auch ganz wunderbar, aber die Kollegen sagen, das wird warm mit der Zeit. Es wird warm. Was wir jetzt noch gemeinsam machen können, einmal gemeinsam untertauchen, okay. Damit der Anzug auch komplett voll ist, okay. Damit ich schon mal so ein bisschen vollständig an die Kälte gewöhnt, okay? Bereit? Jo. 3, 2, 1. Ja, dann bist du bereit für die erste Aufgabe? Jo. Na gut, dann gehen wir in Startposition. Die erste Aufgabe, 50 Meter Brust, 50 Meter Rücken und 50 Meter Kraul schwimmen. Eine Beckenlänge sind 50 Meter. Schön entspannt, Zeitvorgabe jeweils 1 Minute 30 Sekunden.
Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis dann doch schwer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Neoprenanzug bewirkt Auftrieb, die Gewichte ziehen mich runter und das kalte Wasser lähmt die Muskulatur. Schon nach einer Bahn merke ich, dieser Test wird mir körperlich einiges abverlangen. Das ist anstrengend. Aber mit dem ganzen Zeug, auch wenn man meint, mit Flossen wäre leichter, nicht so leicht, also Hut ab. Ja, also man muss natürlich im Vorfeld ein bisschen üben. Dafür setzt man sich auch im Vorfeld mit den zuständigen Leuten in Kontakt, um zu fragen, wie der Test abläuft. Und die sagen einem in der Regel auch, was kommt, dass man sich gezielt darauf vorbereiten kann. Also man wird nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen. True. Auf dem Rückweg kann ich dann beim Rückenschwimmen etwas entspannen und wieder zu Atem kommen. Denn den werde ich bei der nächsten Übung auch brauchen. Und die lässt nicht lange auf sich warten. Das ist jetzt mehr oder weniger eine Konzentrationsübung. Es reicht aus, wenn die Sicht im Wasser ist. Also ihr müsst nicht mit dem Kopf runter. Im Endeffekt nur so. Mach am besten du erstmal 40 und dann du 40 und dann mache ich 40. Haltet ihr an oder atmet ihr aus? Anhalten. Also ich meine vorher nochmal Luft einziehen? Vorher komplett ausatmen und dann ja. Massiv einatmen. Und wenn der Reiz kommt, schlucken runter und halten. Wirklich, kannst du bis zu zweimal machen. Auf die Plätze, fertig und los. Luft anhalten. Klingt eigentlich gar nicht so schwer. Aber wenn man ohnehin schon außer Atem ist und der Puls rast, können 40 Sekunden eine Ewigkeit sein. Besonders bei Wassertemperaturen um den Gefrierpunkt. Nee. Na. Immerhin. Halt auch hier nicht die Badewanne. Immerhin schon 27. Das ist eine große Badewanne. Kommt ihr bitte langsam darüber und dann machen wir Streckentauchen. Naja. Aber Brustarmschlag. Ja, im Endeffekt wird man am Körper jetzt noch nicht besonders viel merken. Allerdings, da die Hände ja nicht so allzu viel zu tun haben und die Füße auch, fängt man im Normalfall an den Fingerspitzen und an den Füßen an zu frieren. Und das setzt sich dann bis dahin fort, dass man dann irgendwann gar nichts mehr spürt, dass es dann taub wird, dann ist es schon gefährlich. Grab. Winterliche Temperaturen hinterlassen schneller als gedacht ihre Spuren. Krämpfe in den Beinen erschweren mir zunehmend das Tauchen. Trotzdem will ich die Prüfung vollständig absolvieren. Ja, aber jetzt am anderen Bein. Ey, das Problem ist, dass ich erst links einen Krampf hatte im Fuß und jetzt rechts in der Wade. Und damit taucht es sich echt schwer. Also man muss schon dazu sagen, das hier ist eigentlich Hardcore, maximale Schwierigkeitsstufe. Weil normalerweise findet der Test hier nur schon Halle statt. Also Anne legt sich hier schon richtig ins Zeug und hält dafür echt gut durch. Also Zähne zusammenbeißen. Das Streckentauchen will ich unbedingt schaffen. 25 Meter gilt es zu erreichen. Krampf hin oder her. Meter. Cool, mit Krampf auf links. Noch ein bisschen beißen, dann schaffst du 25. Wir brauchen mehr Magnesium. Nee, alles gut. Wie fühlst du dich? Schrecklich. Dann machen wir jetzt noch die Gewichtebergung. Das schaffst du auch noch. Guck mal, alle bis zur ersten Leiter. Deine Aufgabe ist es, zweimal alle drei Gewichte zu bergen. Ich fange an. Das Wasser hier ungefähr 3,50, je nach Füllstand könnte auch 3,80 sein. Ich tippe mal auf 3,50. Zwar sind es hier keine 50 Meter, so wie im Tauchturm, aber auch bei einer Wassertiefe von 3,5 Metern muss man beim Tauchen einen Druckausgleich durchführen.
2 der Gewichte sind unproblematisch, aber Nummer 3 kriege ich mit den Handschuhen einfach nicht zu fassen. Also, das dritte wollte einfach nicht mit hoch. Nee. Naja, musst du nochmal, ne? Wir wollen ja 3. Lächle. Ah? Lächle. Einmal Tauchgerät und dann mit den anderen beiden zusammen einmal ums Becken laufen und dann geht's ins Wasser. Wie viel wiegt das? Das wiegt ungefähr, so jetzt in der Konfiguration, knappe 40 Kilo. Cool. Da hast du ja noch ein bisschen Blei auch noch. Also na dann. Genau. Wichtig ist, nicht hetzen. Langsam und ruhig, es wird mit der Zeit schwer. Und damit trifft Uwe den Nagel auf den Kopf. Insgesamt 45 Kilogramm lasten gleich auf meinem Rücken. Und schon das Anlegen der Ausrüstung hat es in sich. Voll beladen drehen wir dann im Anschluss eine Runde um das Schwimmbecken. Und, wie ist es? Schwer, schwerer Rucksack. Genau. Aber was fehlt noch? Nein. Na, das sind dann um die 45 Kilo, sagen wir mal so. Legengewicht. Na dann, Anne, komm. Ach, darum. Genau, wir gehen jetzt einmal. Müssen wir beeilen? Nein. Von beeilen kann absolut keine Rede sein, denn mit einem Zusatzgewicht von 45 Kilogramm wird jeder Schritt zur Herausforderung. Nach einer Runde Aufwärmen geht es dann in voller Tauchermontur wieder ins Becken. Und trotz des zusätzlichen Gewichts ist das nun der angenehmste Teil der Prüfung. Die Strapazen von zuvor sind schnell vergessen, denn das Gefühl und die Ruhe unter Wasser sind unvergleichbar. Und auf einmal möchte ich aus dem eiskalten Wasser gar nicht mehr raus. Irgendwie ein geiles Gefühl, so ganz entspannt unter Wasser zu sein, weil man ja ganz frei atmen kann. Aber man ist super bewegungseingeschränkt. Ich habe immer mal so Niklas gesucht und war dabei fast eine Rolle gemacht. Also gut ab an alle, die das machen. Ich habe zwischendurch so gedacht, das musst du echt lieben, wenn du das machst. So Anne, was hast du für ein Gefühl von heute? Ich fühle mich nicht so gut. Also es hat Spaß gemacht, aber echt nochmal viel anstrengender, als ich das erwartet habe. Und der ganze Auftrieb auch und die ganze Klamotte, das kennt man dann ja so doch nicht. Aber was sagst du, das ist wichtiger. Ja, also ich sage, du hast dich gar nicht schlecht verkauft, dafür, dass du das zum ersten Mal gemacht hast. Okay. Man hat ganz klar gesehen, dass du noch niemals ein Tauchgerät auf dem Rücken hattest. Also an sich schon mal Hut ab vor der Leistung, auch bei den Temperaturen. Das schafft also auch nicht jeder. Also wenn wir jetzt ein bisschen hypothetisch rangehen, wenn du noch ein bisschen übst, würdest du den Test wahrscheinlich schaffen. Okay, aber es ist noch Luft nach oben. Es ist noch Luft nach oben, aber ja. Aber ist in Ordnung, das nehme ich auch echt nicht ohne. Du kannst auch gerne immer wieder kommen zum Üben, also wir machen das öfters. Ne? So, also man hat es vielleicht sehen können, das ist echt anstrengender, als man sich das so denkt und deswegen auch genug von mir als Amateur, falls das überhaupt der entsprechende Rang ist. Wir gucken uns die Profis an und zwar Freiwasser. Für die Übung heute sind wir am Plessower See und wie ihr sehen könnt, die Bäume sind schon grün und das Wetter ist ein bisschen angenehmer, um ins Wasser zu gehen. Und was genau Bestandteil der Übung sein wird, das wird uns jetzt Uwe verraten. Hallo Uwe! Hallo Anne! Du hast die Übung für heute konzipiert. Was wird denn so passieren? Erzähl mal.
Also wir machen heute eine kleine Rettungsübung. Und zwar haben wir das Szenario, dass wir einen Einsatztaucher im Wasser haben, der hat irgendwelche Probleme und reagiert nicht mehr auf die Leinenzugzeichen des Leinenführers am Ufer. Und in dem Fall würde jetzt der Rettungstaucher zum Einsatz kommen, würde den Taucher an die Wasseroberfläche bergen. Dann würden wir ihn ins Schlauchboot holen und dort würde dann die medizinische Erstversorgung ablaufen. Und macht ihr das am Kollegen oder an der Puppe? Wir haben eine Rettungspuppe dafür, die ist so in etwa wie ein normaler 70, 75 Kilogramm schwerer Mensch. Und der hat auch ein Tauchgerät um, das heißt, wir müssen den dann auch noch von dem Tauchgerät befreien. Spektakulär also. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rüber, oder? Genau, machen wir's. Komm, Anna. Jawohl. Vielen Dank. Mit dem Boot geht's raus auf den See, um den Taucherdummy zu bergen. Okay, Anne, folgendes Szenario. Der Rettungstaucher ist jetzt unter Wasser und holt ihn entsprechend hoch, unseren Verunfallten. Und wir werden jetzt den von seinem Tauchgerät befreien. Wir sind mit dem Boot vorher rangefahren und anschließend wird er ins Boot verbracht. Und dann erfolgen dort die Erstmaßnahmen. Alles klar, ich sehe ihn auch schon. Genau. Alles klar. Anne. Also er ist immer noch bewusstlos, Atmung können wir auch nicht vorstellen und jetzt wird im Prinzip die Erstbehandlung eingeleitet. Im Prinzip sind wir jetzt am Ende der Übung angekommen. Das heißt, der verunfallte Taucher ist aus dem Wasser geborgen worden, an die Oberfläche, ist ins Boot verbracht worden. Dort wurde er durch die Sanitäter medizinisch versorgt und jetzt können wir auch gerade wieder Atmung und Puls feststellen. Er würde jetzt zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden und dann würde man irgendwann erfahren, woran es lag, was überhaupt die Ursache war. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass er das schaffen wird. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich fand die Tage auf jeden Fall super cool. Die Aufnahmeprüfung war echt nicht ohne und auch so, was die Kollegen tagtäglich im Einsatz hier leisten, ist auf jeden Fall anspruchsvoll, körperlich als auch psychisch. Und ich hoffe auch, es hat euch wieder gefallen. Solltet ihr noch Fragen an die Kollegen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst doch bitte auch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.